Oh mein Gott, wie ich geteilt hätten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte. Irgendwo in Thüringen. Und wir machen mal eine Außensicht hier, sondern sagen alle näher. Aktuell ernten wir Herbst ab. Und erste. Die zwei Maschinen. Verband. Ich habe jeden Verband nochmal nachstellen müssen. Also irgendwie haben die beiden sich total verhakt, glaube ich jedenfalls. Die Arbeit fand ich gerne dunkel, aber es muss sein. Ganz kurz mal. Ah ja. Beigefahren. Fast. Die erste haben wir fast voll, aber gut. Mal sehen, ob die beiden enthageln können. Gleich bei Gelegenheit kontrollieren, ob die. Ups, aua! Das passt. Ja, das passt. Mal hier einsteigen. Aktiviert oder anhält. Wir haben mal ganz kurz hier, wenn er losfahren sollte, dass der nicht weiter spinnt. Dass wir da eingreifen können. Lassen wir mal ganz kurz. Man sieht. Ich würde mal warten, 100 Meter Abstand. Mal kurz überwachen, dass wir das auch entsprechend alles jetzt klappt. Beim zweiten Mal ist die Gefahr nicht da, da ist er aktiviert. Verbandsfahrerei. Gut, der erste war 40%. Dann gehen wir jetzt auf den Kollegen. Die erste Feld. Der wäre ja fast voll, ne? Oh, da wird aber stressig mit dem LKW. Wir können mal auf 5 gehen, dass wenn heller wird hier. Oder auf 15, das ist ja eine Katastrophe, das ist ja dunkel hier. Wer hat hier das Licht ausgemacht? Beide, ja, die erste, ja. Wenn wir gleich den ersten nehmen, dem Original, bleiben wir stehen, das ist das Gute jetzt. Dann müssen wir gleich zum LKW fahren. Aber der LKW machen wir erst voll und dann starten wir den Kurs, sonst ist das Quatsch. Den meisten ist ja so, die fahren gleich sofort los und fahren eine Runde. Und ich muss Ewigkeiten warten. Der nächste Raps ist voll. Aber wir haben zu tun mit zwei Fahrzeugen. So, dann kurz die Folgenzähle. 1, 2, 4. Ja, müsste jetzt letzte Folge sein. Ja, gleich den nächsten nehmen. Leider. Voll, wenn wir den großen nehmen müssen, ne? 70.000. Das wäre dann besser gewesen. Na gut, nächstes Mal.
So, jetzt fahren wir gleich zurück und entladen gleich. Acker auffahren wieder. Da wird der Hammer nachher mit Aussaat, na ja, gut. Früher Herbst, das wird, wird knapp. Das wird jetzt ja nicht mehr. Wenn wir Glück haben, können wir das im Frühjahr dann ernten, gleich am zweiten Tag. Habe ich noch nicht machen können, ne? Sieht mir wohl nichts. Normalerweise würde ich jetzt nicht ernten, die Ernte einfahren, weil es so dunkel ist. Der LKW hat Licht an übrigens, ne? Aber wir haben das Problem, das ist allgemein ein Problem, immer so, dass wir eigentlich noch Gras aussehen wollten. Also ich werde es mal probieren, weil es auszureizen den ganzen Bewirtschaftung wäre das sinnvoll. Mein Ideal wäre, wenn es alles so wäre, aber das klappt nicht. Jetzt Raps und Gerste normal machen wird und dann hinterher gleich Sojabohnen, wenn die Ernte früh erfolgen würde. Aber da wir jetzt, ja, das hat damals auf der USA-Karte geklappt, weil ich eine spezielle Erweiterung hatte für die Region. Aber in Europa ist es dafür zu kalt, denke ich mal, dass es dann noch ausreichen würde. Und schon ein kleines Problemchen, wir haben jetzt zwei Fahrzeuge, ne? Weil Gerst ist auch gleich wieder voll. Den Speicher ist lustig. So, wo ist er? Da vorne. Aber jetzt sieht man nicht so schwarz, wir werden eher in aller Ruhe anfangen mit der Aussaat. Fahren wir zum nächsten Drescher fahren. Raps ist auch wieder voll. Können wir gleich wieder auf 5 gehen. Wir haben da oben unser Freimischer, ist da oben, das Stück da oben. Gehen wir gleich zum zweiten. Sonst wartet er wieder. Nee, mehr Licht da vorne ist nicht. Spekulieren ist ja hier viel weit, ne? Aber die Kurve hier. Da ist er. Können wir ja stehen lassen. Weil ist ja entsprechend. Na, steht dann können wir nicht. Das ist so das kann. Die fahren ja so blöd in Anführungszeichen, dass sie gleich wieder reinfahren will.
Das ist das ganze Problem dabei. Denn die Fahne gleich in den Traktor rein. Aber das Herbst ist zu merken, dass es ja. Es wird später dunkel. Hell. hell. Weil er so blöd fährt, auf der Seite. Hey, Deutsch, ich bin da. Ja, dann haben wir rüber eilen zum nächsten, ne? Aber die Strohpreise, das lohnt sich nicht. Ich meine, jetzt wollen wir so bald verkaufen. Das wäre die Sache schon ein bisschen anders aussehen. Wenn wir jetzt 20.000 Marke nehmen würden. Aber Stroh, das lohnt sich echt nicht. Die Frucht nicht mehr kaputt. Probieren will ich es nicht. Also solange es nicht hell wird, gehen wir nicht auf 5. Wir können sogar bisschen beschleunigen sogar noch, denn ich mag es auch nicht dunkel. Mal kurz schnell beschleunigen. Mal wieder auf spät hell, sind auch 5 hell gewesen sonst. Dunkle Jahreszeit, oh, ist es heller. Leute, ist es hell. Denk mal, 6 haben wir nicht, genau, 6 noch nicht. Ah, jetzt geht's. Jetzt gehen wir auf 1. Schon ein Hammer hier, ne? Der Bandfahrt geht's. Dann müsste er auch bald voll sein. Ah, Gerste 19. Raps ist eher voll. Gibt immer hin und her. Natürlich die Planer nicht auf, das ist hier eine Schlapperei. Na, wir nicht. Will er keinen rauskämen?
Ja, was Neues probieren ist schlecht, ne? Negativ. Ja, jetzt geht's. Weil das Typik ist auch bei, dann ist er ganz gut. Können wir lassen. Dann machen wir zu. Denken der ganz hinten. Ja, Gers, auch was für. Ja, wir haben ein bisschen Stress, aber das muss es sein. Dann können wir sagen, nachher, wir haben es geschafft. Zwei Felder. Schaffen wir heute nicht. Ja, das wissen. Weil er sich im Prinzip, ja, normalerweise. Geht nicht anders. Machen gleich die Ecke mit hier vorne. Gras, wie gesagt, haben wir mal sehen. Aber die Aussaat beginnen wir erst, wenn wir entsprechend die beiden Felder fertig haben. Sonst die fahren sie beim Haufen. Wie gesagt, wir machen noch eine nächste Folge machen gleich, damit wir im einen Ritt alles machen können. Fertig ist fertig, ne? So. Bei der Amt. Geschäft hier. Ja. Ist da eigentlich hier. Gute Frage jetzt, ne? Mal zwischen mal durch. Mal Getreide. Der Blick ist nicht durch, was er hier macht. So, jetzt schnell zum Getreide, zum ersten Drescher hier vorne, aus dem zweiten. Nehmen beide. Beide voll. Ist leer. Ist einfach. Besser wie Holz machen, ne? Sobald der leer ist, geht zum nächsten. Da war das schon.
wir sind so kurz, ne? So tief. Der müsste früher ausfahren. Mal schauen, wie er das macht. Grunde ist egal, nur ihn nacharbeiten. Der steht. Und da oben ist jetzt. Kommen wir entgegen. Ah, ein Schlimmes. Gut. Dann ist der auch wieder voll. Aber das passt gerade richtig. Können wir gleich leer machen. Gleich im ersten rein. Ups. Da haben wir Glück gehabt. Dann werden wir jetzt mal auf dem anderen zwischen. Muss ich mir kurz ihren Blick haben und drehen. Drehen. Bräuchte ich noch einen Reifen, das ist nicht gut. Blocking, ja, das kennen wir auch schon. Ja, ja, ne? Ja. Müsste man ganz kurz den Kurs anzeigen lassen. Dann kann ich mir sagen, okay, und danach geht los. Rechts von der Ideallinie, also hier von diesem Kurs. Früher Herbst, wie schön. Mit. Aber vier Fahrzeuge schon das Maximum, denke ich mal. Das andere, denke mal, wird nichts. Beziehungsweise zu stressig. Wenn wir dann die Ernte, die Aussaat beginnen. Jetzt soll es wieder funktionieren. Das Problem ist, dass sie über Haufen fahren. Eine Bahn hat nicht gemacht. Oh, die Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Hüte und Winke. Ciao. Bis zum Morgen. Ciao.